Übermäßiges Schwitzen kennen wir im Prinzip vor allem unter den Achseln. Wir kennen es bei den Händen. Wir kennen es auch bei den Füßen. Und so mancher Musiker, Schauspieler, Literat weiß ein Lied davon zu singen, weil einfach die Stirn sehr stark schwitzt. Schwitzen ist ein Produkt der Schweißdrüsen und hier setzt die Wirkung von Botulinumtoxin an. Mittels Botulinumtoxin erreichen wir, dass sich die Schweißdrüse entspannt und eine entspannte Schweißdrüse schwitzt nicht. Beziehungsweise sie gibt den Schweiß nur in unsichtbaren Mengen, genau richtig für die Haut, ab. Das heißt, wir nehmen Botulinumtoxin bei uns hier in Dermacare. Es gibt mehrere Möglichkeiten, über die ich Sie auch gerne berate, weil es eine chirurgische Domäne auch von mir ist, wie wir Schwitzen behandeln können. Nicht in jeder Region haben wir alle Behandlungsmethoden zur Verfügung, von nicht invasiv über minimal invasiv bis hin zu chirurgisch. Wenn wir uns jetzt einmal konzentrieren auf das Schwitzen der Hände und der Achseln, so ist das bequemste, schnellste und einfachste das Unterdrücken des Schwitzens mit Botulinumtoxin. Hierzu werden über mehrere Einstiche das Botulinumtoxin in verdünnter Art und Weise eingebracht und führt innerhalb von einer Woche dann zur Reduktion des Schwitzens. Das hält im Regelfall unter den Achseln durchschnittlich 6 Monate, vielleicht auch manchmal 8 Monate an, in den Händen zwischen 4 bis 6 Monate durchschnittlich. Wenn das Schwitzen allerdings sehr stark ausgeprägt ist, sind auch kürzere Wirkdauern nur möglich. Die Behandlung kann beliebig oft und in beliebigen Intervallen wiederholt werden, sodass das auch als Dauertherapie verwendet werden kann.